Palast. Der muss im Geld schwimmen. Was glauben Sie, was das ganze Zeug wohl gekostet hat? Lassen Sie uns später über Kramers Deko reden. Bleiben wir lang hier? Ich find's hier irgendwie unheimlich. Ich suche Gordy Kramer. Sie bleiben so lange hier. Okay? Okay. Sie sagen, wenn ich helfen kann. Danke, Sina. Danke, danke, danke. Ich hab ihn hochgehen sehen. Würde mich wundern, wenn er heute noch mal runterkommt. Ich suche Gordy! Wo ist er? Ich weiß, ich hab's. Verzeihung? Hey, kein Zutritt hier oben! Hey, Arschgesicht! Ich warne dich, je später der Abend, desto kürzer ist meine Zündschnur. Hey, du Klugscheißer! Mit meinem Fuß im Arsch vergehen dir gleich die Witze. Okay. Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen. Weißt du, was er mir nicht gesagt hat? Was sagt er? Der Wichser! Den hol ich mir. Bei mir ist es auch so warm. Ich hab den, du blöder Wichser! Okay. Yeah, und die beiden. Du beleidigst meine Mutter, du Gorilla im billigen Anzug? Du denkst, oh! Du hältst dich für was Großes. Ich bin besser als du. Ach, du bist ein... Affe, ich rede mit dir, du großer Affe. Was sagst du über meine Mutter, du? Na, willst du dich vielleicht mit mir anlegen, Freundchen? Weißt du, wer ich bin? Sind wir bei Gordy. Dann will ich mal den Gordy verhören, wa? Mr. Kramer. Jetzt kommt das Beste. Nebenan knutschen zwei Mädels. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Ha
Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Ja. Okay, der gute Samariter fährt verloren gegangene Kinder nach Hause, die ihm zufällig über den Weg laufen. Erzählen Sie mir was Überzeugenderes. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Weg mit dem Clown! Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby, nicht ich. Währenddessen bei Ethan. Der Vater. Der seine zweite Prüfung absolvieren muss, um ein weiteres Stück der Adresse zu kriegen, wo sein Sohn sich unterhält. Schmetterlinge hier an der Wand. Sorry.
Origami waren Schmetterlinge. Ja, das muss wichtig sein. Ich versuche mal hinten über die Mauer drüber zu klettern. Ja, jetzt geht halt alles an. Schmetterling. Schmetterlinge und die Tür. Da gehen wir. Zündhölzchen. Wie vorbereitet. Tja. Das liegt irgendwie nicht mit dem Schütteln manchmal. Ja, dann kriechen wir mal rein, wa? Da ist irgendwas auf. Vielleicht jetzt liegen Glassplitter.